In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit einem sensiblen Instrument des Personalmanagements, der Personalfreisetzung. Zunächst lernen Sie, was unter Personalfreisetzung verstanden wird und was typische Ursachen sind. Danach begleiten wir die X GmbH und ihren Mitarbeiter Max im Freisetzungsprozess und legen dabei besonderes Augenmerk auf mögliche Handlungsalternativen und die Beurteilung dieser. Abschließend stellen wir die Prozessschritte der Personalfreisetzungsplanung zusammenfassend dar. Klären wir zunächst den Begriff Personalfreisetzung und untersuchen typische Ursachen. Unter Personalfreisetzung versteht man sämtliche Maßnahmen, mit denen personelle Überdeckung in quantitativer, qualitativer, zeitlicher und örtlicher Hinsicht abgebaut werden. Typische Ursache für eine Personalfreisetzung ist zum Beispiel ein Absatzrückgang, der durch konjunkturelle Entwicklungen oder strukturelle Veränderungen des Absatzmarktes entstehen kann. Letzteres umfasst zum Beispiel Nachfrageveränderungen oder saisonale Schwankungen. Technologische Innovationen können die Substitution von Arbeitskräften durch Maschinen ermöglichen. Auch Managementfehler können Ursache eines Personalfreisetzungsbedarfs sein, die eine strategische Neuorientierung samt Personalveränderung nach sich ziehen können. Teil einer strategischen Neuorientierung könnte zum Beispiel die Stilllegung unrentabler Unternehmensbereiche sein oder eine Standortverlagerung, um günstigere Standortfaktoren wie zum Beispiel niedrigere Personalkosten auszunutzen. Aber auch eine generelle Reorganisation der Unternehmensstruktur, um sich veränderten Marktgegebenheiten anzupassen. Betrachten wir nun ein Beispiel. Die X GmbH hat bei ihrer Personalbedarfsplanung eine Personalüberdeckung in einigen Teilen des Unternehmens festgestellt. Einer dieser Bereiche ist die Produktion, in der Max als Techniker arbeitet. Die Produktionsanlagen werden modernisiert und erfordern künftig weniger technische Mitarbeitende zur Bedienung und Wartung. Es ist im Interesse der X GmbH, wirtschaftlich mit ihren Ressourcen zu haushalten und will deshalb Ressourcenüberhänge abbauen. Max hat eine geringe Betriebszugehörigkeit und keine familiären Verpflichtungen. Nach sozialen Auswahlkriterien ist er ein wahrscheinlicher Kandidat für eine Freisetzungsmaßnahme. Max ahnt noch nichts von den Überlegungen zur Personalfreisetzung. Im Allgemeinen ist er aber mit seinem Job zufrieden und möchte diesen weiter ausüben. Die Geschäftsführung der X GmbH überlegt, welche Alternativen generell in Frage kommen, um die Personalüberdeckungen in einigen ihrer Unternehmensbereiche abzubauen. Sie könnte zum Beispiel vakante Positionen nicht nach- oder neu besetzen, befristete Verträge auslaufen lassen, Leiharbeitsverträge kündigen, ältere Mitarbeitende vorzeitig pensionieren, Unternehmensbereiche und deren Mitarbeitende ausgliedern, Aufhebungsverträge schließen oder sogar Kündigungen aussprechen. Was alle diese Strategien gemeinsam haben, ist, dass der Personalüberhang mit Austritten aus dem Unternehmen abgebaut wird. Es handelt sich um externe Personalfreisetzungsstrategien. Die Geschäftsführung der X GmbH rechnet mit Widerstand gegen einige der externen Personalfreisetzungsstrategien aus der Belegschaft. Max möchte seinen Job zum Beispiel behalten, so wie die meisten seiner Kollegen auch. Sind genug Mitglieder der Belegschaft gegen die Maßnahmen, könnten Arbeitskampfmaßnahmen drohen. Abgesehen davon trägt die X GmbH eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Auch von der ökonomischen Seite ist externe Personalfreisetzung mit weiteren Kosten und Risiken verbunden. Personalfreisetzung bindet zum Beispiel Ressourcen für eine rechtlich korrekte Abwicklung. Auch mögliche negative Auswirkungen auf das Unternehmensimage sowie die Mitarbeiterproduktivität und Motivation müssen berücksichtigt werden. Die mittel- und langfristige kostensenkende Wirkung externer Personalfreisetzung ist deshalb äußerst umstritten. Die Geschäftsführung der X GmbH überlegt nun, welche Alternativen bestehen, bei denen die Mitarbeitenden im Unternehmen verbleiben. Gegebenenfalls könnten Mitarbeitende innerhalb des Unternehmens auf neue Positionen versetzt werden. Erfolgt dies nicht nur räumlich, sondern auch bezogen auf das Tätigkeitsfeld, kann diese mit einer Umschulung oder Personalentwicklungsmaßnahme einhergehen. Eventuell gibt es auch Mitarbeitende, die Interesse an einer Arbeitszeitreduzierung haben. Was diese Strategien gemeinsam haben, ist, dass die Personalfreisetzung ohne Personalabbau geschieht. Personalfreisetzung ist also nicht gleichzusetzen mit Kündigung. Trotzdem kann diese mit erheblichen Nachteilen für die Belegschaft verbunden sein, wie weitere Wege zur Arbeit, Frustration und Resignation, wenn Entwicklungsmaßnahmen die Lernenden überfordern, oder einen sinkenden Lebensstandard, wenn mit der Arbeitszeitkürzung auch das Gehalt gekürzt wird.
Die Geschäftsführung der X GmbH ist immer noch nicht zufrieden mit ihren Alternativen zur Reduzierung des Personalüberhangs. Eigentlich möchte sie eine Freisetzung am liebsten vermeiden. Um Personalkosten zu reduzieren, könnte die X GmbH alternativ auch freiwillige Leistungen senken. Darunter fallen zum Beispiel die private Nutzung von Dienstfahrzeugen und Telefonen oder betriebliche Einrichtungen. Auch Vergütungsbestandteile wie Weihnachtsgeld könnten gekürzt oder eingefroren werden. Ob dies rechtlich erlaubt ist, hängt von der Rechtsgrundlage ab, auf deren Basis der Vergütungsbestandteil gezahlt wird und muss im Einzelfall geprüft werden. Um zukünftig besser auf Veränderungen des Personalbedarfs reagieren zu können, könnte die X GmbH Flexibilitätspotenziale aufbauen. Hierfür gibt es verschiedene Modelle. Eines ist zum Beispiel ein flexibles Vergütungssystem, bei dem Teile des Gehalts gewinnabhängig sind und somit bei sinkendem Unternehmensertrag auch die Personalkosten sinken. Wechseln wir die Perspektive von der Unternehmensführung zu Max, unserem Produktionsmitarbeiter, und spielen die verschiedenen Szenarien der Personalfreisetzungsstrategien für ihn einmal durch. Bei der externen Personalfreisetzung kommt für Max aufgrund der Gegebenheiten nur ein Aufhebungsvertrag oder eine Kündigung in Frage. Bei beiden Varianten müsste sich Max einen neuen Job suchen. In Bezug auf die internen Varianten lehnt Max eine Reduzierung der Arbeitszeit samt Lohnminderung ab. Für die Weiterbildung zu einem Ingenieur ist er aber nicht qualifiziert genug. Bleibt die Versetzung an einen anderen Produktionsstandort der X GmbH, wo ein Personalbedarf mit ähnlichen Anforderungen wie bei Max aktuellem Job besteht. Zur Freisetzungsvermeidung könnte die X GmbH auch die Betriebskantine schließen. Die Wahl der Strategie liegt nicht bei Max, sondern bei der Geschäftsleitung. Es ist allerdings anzunehmen, dass keine der drei Alternativen Max gefallen wird, wobei die externe Personalfreisetzung für ihn vermutlich das größere Übel im Vergleich zur internen Personalfreisetzung darstellt, die wiederum für ihn persönlich aber immer noch schlimmer ist als die Schließung der Kantine. Je mehr die Entscheidungsträger über die Interessen der Betroffenen wissen, umso besser können sie eventuelle Effekte auf die Produktivität und Motivation der Mitarbeitenden abschätzen und die Kommunikation der Personalfreisetzung darauf abstimmen. Die Schließung der Betriebskantine könnte bei Max zum Beispiel Unzufriedenheit auslösen, die vermutlich nicht mehr so stark ausgeprägt wäre, wenn er stattdessen nicht versetzt würde, oder sogar Erleichterung, wenn er dadurch seinen Job nicht verliert. Dies gilt natürlich insbesondere dann, wenn die Geschäftsführung ihn und die anderen Mitarbeitenden darüber informiert, dass die Schließung der Kantine geschieht, um Kündigungen zu vermeiden. Betrachten wir nun wichtige Entscheidungskriterien in diesem Fall. Dabei sollte die X GmbH den Fragenkatalog für alle in Frage kommenden Alternativen durchgehen. Wir nehmen exemplarisch die Variante, in der Max innerhalb der X GmbH versetzt wird. Zunächst sollte die X GmbH die Ursachen, die zur Personalfreisetzungsnotwendigkeit geführt haben, ergründen und prüfen, ob der Umfang der Maßnahme ausreicht. Zu dem Personalüberhang der technischen Mitarbeitenden in der Produktion ist es durch die Modernisierung der Produktionsanlagen gekommen. Dies ist eine dauerhafte Maßnahme, wie die Versetzung von Max auch. Der Personalüberhang ließe sich so vermutlich abbauen. Danach muss die X GmbH klären, welche rechtlichen Folgen und Voraussetzungen bestehen. Die Voraussetzung einer freien Stelle für Max ist gegeben, allerdings ist Max Arbeitsstätte in seinem Arbeitsvertrag festgelegt, was eine Vertragsänderung notwendig macht. Gegebenenfalls muss die X GmbH für ihre vorgesehene Maßnahme Zustimmung einholen. In diesem Fall bei Max und dem Betriebsrat der X GmbH. Um wirtschaftlicher zu produzieren, sollten die negativen ökonomischen Auswirkungen einer Maßnahme nicht ihren Nutzen übersteigen. Der Nutzen in diesem Beispiel entspricht der Höhe von Max Gehalt, das eingespart wird. Mögliche negative Auswirkungen sind vielfältiger. Es fallen zum Beispiel Kosten für die Abwicklung der Maßnahme an, wie die Bearbeitungszeit zur Vertragserstellung. Auswirkungen auf Unternehmensimage und Max Motivation hängen von weiteren Faktoren ab, wie dem öffentlichen Interesse an der Maßnahme, der unternehmensinternen Kommunikation oder Max Veränderungsbereitschaft. Die Einschätzung der Auswirkungen auf Produktivität und Motivation fällt gegebenenfalls leichter, wenn die X GmbH betrachtet, welche Folgen für die betroffenen Mitarbeitenden und für die nicht betroffenen Mitarbeitenden entstehen. Max als direkt Betroffener der Maßnahmen hat eine längere Anfahrt zur Arbeit und muss sich auf ein neues Arbeitsumfeld einstellen. Seine ehemaligen Kollegen müssen sich die Arbeit neu untereinander aufteilen, während die neuen Kollegen Max erst einmal einarbeiten müssen.
Auf beiden Seiten ist also eine höhere Arbeitsbelastung zu erwarten. Die gesellschaftlichen Auswirkungen sind eher als gering einzuschätzen, da direkt nur Max von der Maßnahme betroffen ist. Auch wenn die erste Assoziation zur Personalfreisetzung in unserem Beispiel die Entlassung war und erst nach und nach Alternativen gesucht wurden, ist dies nicht der optimale Weg. Die Handlungsalternativen der Personalfreisetzung sollten als Prozess verstanden werden, in dem zuerst versucht wird, die Freisetzung zu vermeiden und wenn dies nicht möglich ist, nach internen Personalfreisetzungsmöglichkeiten zu suchen und erst als letztes Mittel externe Personalfreisetzungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Die X GmbH entscheidet sich nach dem Vergleich der Handlungsalternativen für eine Versetzung von Max. Sein direkter Vorgesetzter erläutert ihm die Situation und der Betriebsrat wird zur Zustimmung zur Versetzungsmaßnahme eingebunden. Auch wenn Max zunächst nicht begeistert von der Versetzung ist, willigt er ein. Mit seiner Versetzung hat die X GmbH an einer Stelle im Unternehmen einen Personalüberhang abgebaut und an anderer eine Personalunterdeckung ausgeglichen. Fassen wir nun noch einmal die einzelnen Schritte der Personalfreisetzungsplanung zusammen. Zunächst muss festgestellt werden, dass überhaupt die Notwendigkeit einer Personalfreisetzung besteht. Wo, wann, in welchem Umfang und warum. Danach werden die Freisetzungsziele und Strategien festgelegt. Dazu gehört sowohl die Auswahl der Einzelmaßnahmen als auch der betroffenen Mitarbeitenden. In unserem Beispiel haben wir uns auf einen Mitarbeiter in einem Unternehmensbereich konzentriert. Kommen weitere Mitarbeitende aus weiteren Unternehmensbereichen hinzu, wird eine einheitliche Strategie umso wichtiger. Denn Ungleichbehandlung im Freisetzungsprozess birgt erhebliches Konfliktpotenzial. Gleichzeitig gilt es aber, die individuellen Lebensumstände der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir die Personalfreisetzung eingangs als sensibles Instrument des Personalmanagements vorgestellt. Eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten ist hier kaum bzw. ungleich schwerer als bei den anderen Instrumenten des Personalmanagements zu erreichen. Generell sollte für die Personalfreisetzung gelten: Vermeidung vor interner und diese vor externer Personalfreisetzung. In der Durchführungsphase findet die operative Personalfreisetzung statt. Das heißt, die Betroffenen und falls vorhanden der Betriebsrat werden informiert, Verträge erstellt und die festgelegten Maßnahmen umgesetzt. Da dies nicht unbedingt reibungslos abläuft, kann es passieren, dass zu Schritt 2 zurückgekehrt werden muss. In der Kontrollphase wird überprüft, inwiefern die Freisetzungsziele erreicht wurden und ob Nachbesserungsbedarf besteht. In diesem Fall fängt der Prozess wieder von vorne an. Sie haben zunächst gelernt, was Personalfreisetzung ist und was ihre typischen Ursachen sind, wie ein beispielhafter und ein typischer Prozessablauf aussehen und welche Kriterien und Besonderheiten bei der Personalfreisetzungsplanung zu berücksichtigen sind.